Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TechTown. Wieder mal mit dem Hint im Test und auf dem Server. Yay. So. Ist das jetzt hier fertig? Ist fertig. Ich müsste aber eigentlich erstmal. Na gut, ist egal. Ist ja egal. Habe ich noch zwei Rohstein? So. Okay. Die Wände muss ich dann auch mal gucken, damit ich dann noch ein paar Akzente setze, weil so sieht das auch noch etwas schäbig aus, finde ich. Aber das kriegen wir alles hin. Will nur heute auch mal ein bisschen was bauen hier unten, damit wir hier auch mal ein bisschen vorankommen mit der Deko und so weiter. Ja. Weil wir können es ja nicht ewig so schäbig lassen. So. Was ist denn eigentlich hier hinten? Das gefällt mir auch noch nicht so ganz, was hier so ist. Hier sind die offenen Wände und hier könnte man auch mal irgendwas reinbauen. Aber da müssen wir mal schauen. Was müssen wir denn noch bauen? Das Notstromaggregat, die Öre, die den ja. Das Ölaggregat. Das können wir da unten eigentlich reinbauen, das ist eigentlich ganz cool. Dann bauen wir unten die Tanks hin und mal gucken. Aber wir müssen deutlich mehr Öl abpumpen, habe ich das Gefühl. Warum? Ah, nein, verdammt, ich habe das Ding zerstört. Project Table. Richtig. Was? Mehr Öl abpumpen. Ja, warum denn? Wir haben doch genug gerade. Na gut, aber ich meine, das reicht auch nicht für ewig. Naja, für ewig nicht, aber vorerst reicht es schon. Na gut. Ich meine, wir holen 20 Millionen EU aus einem so einen Öltank raus, also das ist schon okay. Wie viele haben wir denn? 4. Oh. Okay, ich halte meine Klappe. Also da kommen wir schon noch ein bisschen mit hin. Wir können dann ja immer noch irgendwo in die Wüste gehen und nochmal eine Ölquelle anzapfen. Du kannst auf die Suche dann mal gehen. Je höher die Fontäne ist, die rauskommt oben, desto größer ist auch das Ölreservoir. Okay. Das ist so die Grundregel. Werde ich mich gleich mal auf den Weg machen. Ich habe eh nichts. Kannst du tun. Obwohl, ich wollte noch eine automatische Weizenfarm machen. Haben wir ja theoretisch, aber kannst du mit. Das zählt nicht als automatisch. Nein, wir haben ja, wo die Schweine da gefüttert werden, da ist auch immer ein bisschen Überschuss. Wenn du sowas in groß baust, dann ist die Baumfarm, die automatische, würde ich ja auch noch machen. Das ja, ist ja. Eigentlich an die hätte ich auch noch gedacht. Also, aber ich meine jetzt mit Steves Kartenmod da, weißt du? Muss nicht unbedingt mit Steves Kartenmod sein. Also, du kannst das machen, wie ich es im FTBs gemacht habe damals. Ja, ja. Das kannst du machen. Aber die Baumfarm, die würde ich lieber mit Harvestern machen. Das ist eigentlich besser. Ja, ist auch so, weil sonst kannst du keine Solar-Engine machen. Richtig. Hat mich auch im Singleplayer richtig gestört. Ich könnte hier drunter noch mal ein bisschen was ausheben eigentlich. Fällt mir gerade so auf. Dann können wir hier drunter irgendwie noch was machen. Ich leuchte gerade unseren kompletten Bereich hier aus. Okay. Nein. Dass wir keine Monster mehr spawnen können. Jetzt habe ich das Kupferkabel weggehauen. Ich glaube, ich bin fertig. Fertig? Nee. Ach, und weißt du, wen ich auch noch getroffen habe? Bonk. MC Fitty. Hast du schon erzählt? MC Fitty. Ja, den kenne ich irgendwo her. MC. Der macht Musik oder so. Ja, der macht Musik. Der musste das mal auf YouTube reinziehen. MC Fitty, Alter. Das ist einfach was nur. Was macht denn der für Musik? Der macht. Hip-Hop und Rap so. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Also, es ist. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ich kenn die Musikrichtung nicht. Okay. Aber es hört sich extrem geil an, was der da auch immer macht. Das ist geil. MC Fitty, Junge. Oder Dickes Ding war ja auch da. Man auch eigentlich ganz gute Musik, finde ich. Mittlerweile. Oh, mag ich ihn auch nicht so. Ich mag diese ganzen Mediakraft-Leute nicht so mit dem Netzwerk da. Obwohl man sagen muss, die sind eigentlich alle gar nicht so scheiße. Manche sind scheiße, aber naja. Ja. Gut, der Kraft mag ich überhaupt nicht. Den musst du erstmal wirklich in Real Life kennenlernen, dann ja, weißt du auch, wie der ist. Und ich bin so ein Vorurteil-Kind auf YouTube. Ich kenne nur dieses eine Gronkh-Video. Oder was heißt all diese eine, wo er die ganze Zeit sagt, ja Gronkh kommt und Gronkh und dann ist er nicht da gewesen. Mehr weiß ich auch nicht. Wenn du wüsstest, was das für einen Hintergrund hat. Das ist einfach nur ein PR-Gag gewesen. Und das ist es auch heute noch. Was ist ein PR?
Na, einfach nur Promo. Der Gag steht heute noch. Es glauben heute noch Leute, dass der zu Klicksum kommt und deswegen wird das auch immer weiter ausgebaut. Oha. Ist einfach nur Verarsche. Okay. Ja, ich finde aber schon dieser ganze Bonk Pizza Meat Hype und so, der ist vollkommen vergangen. Ja, aber ja, dafür. Gut, was heißt, ich finde eigentlich, wenn ich mir so die Abozahlen von Gronkh angucke, ne, der hat ja jetzt so wie Waititi, der hat ja auch ordentlich zugelegt noch, weißt du? Der hat jetzt auch 1,8 Millionen Abonnenten oder sowas. In einem, nicht einem Jahr, aber so seit er 1 Million hat er dann nochmal ordentlich dazugekriegt. Bei Pizza Meat, die haben 100.000 jetzt in der Zeit, wo Gronkh 800.000 gemacht hat, gekriegt. Finde ich richtig heftig. Pizza Meat, das auch die Views, ne, die gehen extrem zurück. Die waren mal so bei 1 Million oder so. Ja, das ist, weil die jetzt ja auch den Livestream abgebrochen haben. Den Grund kenne ich zwar immer noch nicht, aber. Welchen? Diesen Half Reset? Ja, den gibt's nicht mehr. Beziehungsweise aber den. Haben wir ja nie geguckt, den Scheiß. Beziehungsweise den moderieren Pete und Bram nicht mehr. Keine Ahnung warum. Ich weiß auch nicht, was mit denen das war. Pff. Ja, mein Gott, ne? Also ich persönlich, ich hatte die richtig lange abonniert. Also da waren die unter 100.000, glaube ich. Ich habe noch das 100.000 Abo-Special gesehen. Aber ich finde, die sind einfach so extrem langweilig. Immer auf Dauer ist es immer dasselbe. Hardy mit seinem blöden Miau da. Es ist immer dasselbe. YouTuber machen immer dasselbe, weil sich das Konzept bewährt. Ja, wie man sieht, ja nicht mehr so. Ja gut, die müssen dann halt gucken, was sie machen, wenn das nicht mehr funktioniert. Aber bei Gronkh siehst du ja immer noch, dass es funktioniert und ja, das funktioniert auch weiterhin. Und Gronkh hat zwar was mit Mediakraft zu tun, aber auch mehr oder weniger nur. Das ist irgendwie ganz schön verworren. Mhm. Da bin ich auch noch nicht so ganz durchgestiegen. Mir wurde es mal erklärt, was Mediakraft eigentlich für Netzwerke hat, aber da steigst du nicht durch so ohne weiteres. Ich sag mal so, das ist ein ganz schöner Platz, Hirsch. Dem gehört einiges in Deutschland. Okay. Also halt auch YouTube übergreifend, oder wie? Die haben Verträge mit YouTube, ja. Nein, ich meine außerhalb von YouTube. Oder? Außerhalb von YouTube, ja, die machen ja halt auch noch was anderes als YouTube. Die machen ja nicht nur YouTube-Netzwerke. Sondern auch Google oder so? Die machen allgemein auch noch Werbung und sowas. So. Na, oh Gott, ich hab die MFSU zerstört. Okay. Okay, ich muss eine neue MFSU craften. Das kürzt mich vielleicht an gerade. Habe ich auch eben gemacht. Das geht eigentlich relativ schnell. Nur 10 Diamanten. Toll. MFSU. Ich hab schon mal den Maschinenblock, wenn es ist. Du kannst. Die Maschinenblöcke kannst du doch ohne weiteres craften lassen. Ja, den hab ich herausbekommen, weil ich die MFSU abgebaut hab. Wie kann jetzt hier bitte ein Creeper bei mir rein spawnen? Alter, was habt ihr da, was explodiert denn da oben alles? Ein Creeper. Toll. Wie ist der hier bitte reingespawnt? Das geht gar nicht. Hier ist alles ausgeleuchtet. Also auch mit F7, ne? Also alles ist leer. Wie kann der hier rein spawnen? Höchstens hier oben noch irgendwo. Aber selbst das nicht. Hier ist alles hell. So. Oder vielleicht saß er da noch. Alles kaputt. Ich weiß jetzt übrigens, warum ich immer so lahm war und nicht so schnell wie du. Jetzt bin ich so schnell wie du, aber ich weiß, warum ich davor so lahm war. Wieso denn? Weil wir die Diamond-Rüstung da noch drauf hatten auf der. Ja, dann brauchst du nicht zu wundern. Ja. Liegt ja auch so einiges. So, ich hab hier gerade den ganzen Boden aufgerissen, nicht wundern. Dann. Ist hier wenigstens Strom drauf? Hier ist Strom drauf, weil ich muss die neue MFSU bauen. Vielleicht auch nicht, ja. Nicht nur eine, sondern gleich ein paar mehr. MFSU? MFSU, ja. SU, okay. Oh, ups. Das Netzwerk überhaupt schon mal benutzt? Welches Netzwerk? Ja, das System hier. Ja, ja. Das hat er. Was explodiert denn da? Bitte. Kennst du das? Alter, ohne Scheiß. Bau dir Raygun ein oder ich nehme das Ding weg. Okay. Versuch's doch. Jetzt habe ich eine Ladung drauf. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich damit nicht zerstöre. 2, 3, 4.
Das Ding ist, wenn ich nur Rechtsklick antippe, dann wird nichts zerstört. Kein bisschen, nichts, außer Fackeln. Aber wenn ich das nur einen Bruchteil einer Sekunde länger gedrückt halte, dann explodieren hier die Sachen. Also richtig, und da kann ich auch mal ebenso 3 MFSUs mit wegknallen. Dankeschön. Ja, da muss man sich vorhaben. Also auf jeden Fall nicht die MFSUs wegknallen. Nein. So. Das Ding. Das. Und 4 Energy Crystals. Dann haben wir ein MFE. Aus dem MFE. Das war die Scheiße. 6x2 und 12. Oh Gott, gut. Okay, jetzt muss ich überlegen, was ich machen wollte. Regress ist successful, das heißt, das funktioniert. Ich muss mal noch ein paar Stones machen. 12. Bisschen Lapis Lazuli noch. Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Wir wollten noch, beziehungsweise ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, aber du wolltest noch bei mir einstellen, irgendwie, dass automatisch Cobblestone abgepumpt wird vom System. In den Recycler. Ach so, ja, das kann ich noch machen. Das kann ich noch tun. Das freut mich sehr. Okay, was? Und hier drüben. Haben wir denn noch Diamanten? Ach ja, hier haben wir ja noch 18 Stück, das ist ja okay. Was? Wir haben 18 Diamanten? 24. Wozu habe ich denn dann eben irgendwie 4 Stacks Neometer verschwendet? Ja, was heißt 4 Stacks? Tja. 2 oder so. Du kannst dann auch mal die Quarry neu aufbauen, wenn du willst. Jo, das kann ich machen. Weil die steht auch schon länger unbenutzt rum. Wo denn? Ich das wüsste. Scheiße. Ach, hier steht sie doch, okay. Hast du sie gefunden? Ja, habe ich. Send and Receive 30. Das andere. Oh, jetzt habe ich auch nicht hingeguckt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lapotron Crystals. Ein Advanced Machine Block, da brauchen wir doch auch wieder. Wie viele Landmarks braucht man? Minimal. 3 Stück. Also. Dann kannst du, dann verbinden die sich dann automatisch an der fehlenden Seite. Okay. Aber du musst erstmal ein paar Landmarks haben. Da ein Stück. Ja, ich hab schon 2. 1 und hiervon brauche ich noch 1. Abfließ dazu. So, und dann haben wir's. Eine neue MFSU. Das Ding jetzt. Jo. Ich stell die mal in der Wüste auf. Wir brauchen viel eher Sand als blöden Cobblestone. Dann haben wir jetzt schon. Ja, kannst du eigentlich machen. Okay. Obwohl wir Sand auch schon zu viel haben, also es ist egal. Wenn du. Oder wohl, wenn wir. Ich baue mal ein Word Engine noch einen zweiten. Warte. Warte mal, was ist denn das jetzt für eine Pipe? Und dann zeige ich dir mal, ja, wo du hinfliegen kannst und die mal aufstellen kannst. Ganz kurz, Conductive Pipe, welche Frequenz? Warte. Wo haben wir denn die hingestellt? Ich weiß es gar nicht. Ach, warte mal, die haben wir doch bei dir angeschlossen, ja, oben. Ja, genau. Ich gucke eben. Nein, warte, ich bin schon da. So. Nein! Oh, verdammt, hätte das jetzt noch gut gepasst. 30. 30, okay. Und auf Public stellen, ne? Weil sonst funktioniert das nicht. Private Public Center Receive 30. Oder genau. War das 20? Nee, 30. Und die Pipe, also die. Die Items kommen auf 20, 20 an, genau. Okay, also Höhe 66. Bekannt, was wollte ich jetzt machen? Iron.
Genau, da haben wir 1000 Stück auch. 68. 1, 2. So. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach ne, es sind ja doch 9. Ich brauche 9. Für einen Block of Iron. Was ist denn? Silver Ore. So. Und Gold haben wir hier auch irgendwo. Eventuell so. Da mache ich auch noch 4 Stück. Gold haben wir auch 190. Also eigentlich sind wir rohstofftechnisch gerade ganz gut ausgestattet. Oh, und ich zeig dir da mal, wo du ihn aufstellen kannst. Den. Den Query. Die stell ich gerade auf. Wo bist du? In der Wüste. Nee, nicht in der Wüste. Die stellen wir in einem Gebiet auf, wo wir definitiv in den nächsten Jahren nicht hingehen werden. Okay. Und da kann die da alles zerstören. Wo bist du denn? Irgendwo auf dem Berg, ich hab den dritten, die dritte Landmark verloren. Ach hier. Warte mal, ich muss mal zu Hause gerade eine Landmark aufstellen. Weißt du, wo habe ich denn das hingestellt? Oh. Ja. Hallo? Hallo? Guten Tag. Wir können auch mal eine Aufnahmepause machen, dann kannst du sie suchen. Ja. Okay. Dann machen wir wieder Aufnahmepause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.